Willkommen, Freunde, hier im Retro-Projekt im LS 19 auf der Map Grebach. Ja, wir sind in der letzten Folge, zumindest für euch die letzte Folge, stehen geblieben. Eigentlich hier mit Flügen, wir sehen es hier hinten noch. Wir waren eigentlich mit dem Flug unterwegs und hier waren wir eigentlich beim Abernten anfangen. Das Problem, ich habe angefangen aufzunehmen und irgendwie während der Aufnahme ist das Ganze gecrashed und somit habt ihr leider 30 Minuten verpasst, beziehungsweise 20 Minuten. Dementsprechend aktualisieren wir kurz. Ich möchte hier Mais anpflanzen. Warum? Natürlich, wir wollen ja die Schweine noch gut versorgen mit Mais. Deswegen haben wir hier angefangen mit diesem guten Stück, mit dem Old PSK hier Mais anzupflanzen. Hier werden wir gleich weitermachen. Natürlich hatte ich hier einen Curse erstellt, aber nicht gespeichert. Und ich habe hier nochmal angefangen abzuernten. Dann, ja, wir müssen jetzt die ersten paar Minuten nutzen, um euch auf den aktuellen Stand bringen. Dann hatten wir ja unter anderem, so wie hier hinten, diesen Anhänger mit diesem Drehschemel, habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Danke für die Info. Wo ich nicht wirklich zurechtkomme damit. Ist halt so, ja. Aber ihr wart so freundlich und habt mir eine Mod in die Kommentare geschrieben. Grüße gehen da raus an den Gamer-Logo. Vielen, vielen Dank. Und habt den bereits organisiert. Ich muss bloß gerade überlegen, wo habe ich denn den hingestellt? Stimmt, der ist noch beim Händler. Da können wir mal nebenher vorbei. Den haben wir noch hier, genau. Und zwar den Mengele. Recht alt, ist okay. Es sieht jetzt nicht so uralt aus wie der erste, den wir hatten. Ich hoffe, Gamer-Logo, das ist der richtige. Und dann war ich noch hinten bei der Kalkstation, bei dem Agri. Und wollte eigentlich Saat holen. Und ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe den Trigger nicht gefunden, wo ich das Ganze holen kann. Einmal hier oder ich war noch bei der Agroma. Aber das ist ja, glaube ich, auch nur abliefern und nicht abholen. Hier hätte ich es mir vorstellen können, dass vielleicht was rauskommt, aber ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr da auch nochmal einen Tipp für mich, wo ich solche Sachen wie Saatgut etc. holen kann. Ich habe mir jetzt auf die Schnelle mit Big Packs geholfen, damit wir weiter vorankommen. Und hier werden wir dann einfach direkt unsere Folge fortsetzen. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier keine technischen Probleme mehr habe. Bedeutet, alles zurück auf Anfang. Was mich wundert, ich habe hier, wie ihr seht, ja schon angefangen. Trotzdem habe ich noch 100% in meinem Behälter drin. Aber okay. Wir lassen hier den Helfer arbeiten, sofern er möchte. Vielleicht, weil er hier schon angesät hat. Ich weiß es nicht genau. Mal ablassen. Und dann lassen wir hier jetzt mal den Helfer starten. Und mal gucken, vielleicht brauchen wir hier nicht ganz so viel Dünger und Saat. Ich weiß es nicht. Mich hat es halt verwundert, dass sich das Ganze nicht leert. Aber okay. Wir sind ja mit dem zufrieden, was wir haben. Zumindest wenn ich aussteige und hier drauf gehe, seht ihr Mais im Wachstum. Also wird schon soweit passen. Gut, dann bringen wir das gute Stück zurück. Ja. Ja gut, die alten Kisten, die springen halt nicht immer gleich an. Nicht verwundern, ich werde jetzt immer mal wieder rüberschauen und kontrollieren, dass die Aufnahme auch weiterläuft. Das wäre nämlich sonst richtig ärgerlich, wenn ich mir da wieder irgendwo ein Problem eingefangen habe. Ab und zu verstehe ich halt die Welt auch nicht, ja, wie das zustande kommen kann. Aber okay. So, und jetzt stelle ich mir gerade die Frage, warum fahre ich eigentlich mit dem zurück?
Wenn wir nämlich das Feld nebendran noch bearbeiten könnten. Ja gut, ich würde sagen, wir holen den Mengele mit dem Güldner hier ab und schicken den Deutz so lang auf den Acker. Das sollte ja eigentlich reichen. So. Dann haben wir den nämlich auch mal wieder im Einsatz. Schöner 120C. Mal schauen, ob der das packt. Aber sowas von perfekt hingefahren. Heiligsblechli. Ja, ich habe eine Woche lang jetzt nicht mehr aufgenommen. Weil, warum, wieso? Ja, ist halt so. Nee, ich habe meinen Recording-Rechner, Streaming-Rechner, Aufnahmerechner, wie auch immer man dazu sagen möchte, in ein neues Gehäuse gepackt und die neue Grafikkarte von Nvidia dazu gepackt, die 2060 Super. Und es hat halt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Deswegen muss ich mich jetzt auch erstmal wieder reinfinden. So, Feld 13. Wir machen ein Vorgewinde, reicht vollkommen. Wir machen scharf gegen den Uhrzeigersinn. Lass mal sehen. Sieht ganz vernünftig aus. Und dann starten wir mal das Ganze. Gut. Dann kommt hier Leben in die Bude. Wir gehen so lang runter zum Händler. Mit dem Güldner. Die Bremsen finde ich immer noch am geilsten. Ich warte die nächsten Traktoren, bisher haben wir sie ja immer gekauft, werde ich mir erstmal nur leihen, weil ich gerne hier ein bisschen mal durchvariieren möchte, um so viele Oldtimer wie möglich ins Spiel reinzubringen. Eigentlich auch ein schönes Gespann. Das passt. So. Hier habe ich ja immer so meine Schwierigkeiten. Ankoppeln geht noch, aber jetzt mit den Kabeln. Da müsst ihr immer lange draufbleiben und zum richtigen Moment loslassen. Und da hapert es ja schon wieder bei mir, ja. Das richtige Timing. Das passiert bei mir ganz, ganz selten. So. Dann gehen wir zurück auf den Hof. Eigentlich eine richtig schöne Map, ja. Das gefällt mir ja schon sehr, sehr gut, wenn das Ganze so ein bisschen authentisch wirkt. So nach der Art, ja, man fühlt so, ist sich schwer zu beschreiben. Ja, die Gegend kann existieren, es kommt authentisch rüber. Und solche kleinen Maps gefallen mir sowieso sehr, sehr gut. Gerade zum Singleplayer macht es auf jeden Fall Sinn. So.
Wir müssen uns noch ein bisschen neu sortieren. Bedeutet für mich, wir müssen auch noch dieses Wasserfass bei Gelegenheit mal wegbringen. Allerdings sieht es ja aktuell so aus, dass es noch voll ist. Und dementsprechend, Opa, der genießt sein Lebensabend. So, da kommen wir mal genau pünktlich. Einwandfrei. Der schiebt uns schon mal weg. Das nenne ich doch mal ein Timing. Ivan Pfiffi. So. Wo komme ich rein? Hier vorne. Ich mag auf jeden Fall schon noch, dass ich sehr, sehr frisch in der Map bin. So mit dem Ganzen noch. Wo ist was? Wie komme ich da hin? Mag man auf jeden Fall. Aber ich fühle mich trotzdem schon heimisch hier auf dem Hof. Das passt auf jeden Fall. So, machen wir noch einen kleinen U-Turn, laden das restliche vor uns ab, die Sojabohnen. Und dann können wir den schon mal beiseite stellen. Wunderbar. Hier habe ich mir einen schönen Platz rausgesucht. Hier vorne. Hier, das ist doch ein idealer Unterstand für einen Drescher. Das wird nix. Das wird nix. Oh, ich und einparken. Eieiei, mein Fahrlehrer, der würde richtig eskalieren. So. Dann können wir das Ganze ablassen und ausschalten. So. Hier sind wir eigentlich auch schon fertig. Das läuft. Sieht soweit ganz gut aus. Warum er jetzt hier solche Rillen reinzieht, weiß ich nicht. Und warum er jetzt hier aufhört, ist halt der Helfer, ja. Den Rest machen wir einfach mal selber. Und ihr seht jetzt rechts unten, ich habe halt immer noch 100%. Ich weiß jetzt nicht, liegt es an der Mod? Oder woran liegt es? Ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall wieder... Ach ja, das wird wieder sowas hingeben, dass es wahrscheinlich gar nicht... Na, guck an, jetzt mal 1%. Kann nicht sein, dass er so wenig braucht, oder? Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Zumindest zeigt es mir mal an, dass wir auf jeden Fall das Ganze ansehen. Und dann wird es schon stimmen, was uns hier das Spiel sagt. 98% komischerweise jetzt bei der einen Linie hoch runter habe ich mehr verbraucht wie auf dem ganzen Feld. Das stimmt übrigens nicht. Ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, warum auf YouTube so wenig Retro machen. Weil die Mods, es gibt schon wenig und die, wo da sind, habe ich festgestellt, einige haben so ihre Schwierigkeiten. Wir warten einfach ab. Das wird schon passen. Die Zeit haben wir ja auf fünffach. Wurde ja auch immer wieder gewünscht. Und ich denke, das macht auch soweit Sinn. Und dann werden wir zeitnah feststellen, ob das Ganze stimmt, was wir hier gemacht haben. Oder auch nicht. Viele fragen mich immer, Yogi, woher hast du die Mods? Also ich lade meine Mods hauptsächlich immer beim LS-Portal runter. Ich kann euch keine Modliste machen. Ich muss es immer wieder betonen.
Und ich kann euch auch keine Links zur Verfügung stellen, weil ich einfach, keine Ahnung, 300 Mods habe. Und jetzt sie selber rauszusuchen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Dazu habe ich leider keine Zeit. Aber wenn ihr jetzt eingebt, zum Beispiel hier den Renault, ihr stößt, früher oder später auf jeden Fall auf den Traktor. Dann müsst ihr euch einfach halt auch ein bisschen Zeit nehmen, so wie ich halt auch. Und in aller Ruhe die Mods raussuchen, die euch gefallen. Auf jeden Fall aktuell mein Lieblingstraktor, der Renault von den alten. Schönes Ding und erinnert mich halt auch an meine Kindheit. So, die letzte Bahn. Dann haben wir das auch schon. Und dann müssen wir mal überlegen, ob wir die restlichen Krümel, was unser polnischer Helfer hier stehen lassen hat. Aber man muss ja jetzt immer aufpassen, was man sagt. Das ist ja immer gleich Diskriminierung. Ob wir die hier noch wegfahren oder was wir da tun. Wir können ja mal kurz noch auf die Karte schauen, was er da sagt. Und zwar Feld 14 hat er auf jeden Fall Mais angesät und auch relativ durchgängig, würde ich sagen. Das passt soweit. Gut, Freunde, ich würde sagen, in der heutigen Folge waren wir doch recht fleißig. Wir haben das erste geschafft, was wir wollen, auch wenn ihr jetzt ein bisschen was verpasst habt. Ich hoffe, das kurze Update hat euch genügt. Ihr habt nicht ganz so viel verpasst, ja. Wir haben ein bisschen was eingekauft und ein bisschen was getan. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, das Gelaber von mir, das kriegt ihr in jedem Video. In dem Sinn würde ich sagen, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt einen schönen Tag, macht euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.